Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Quest. Heute mal mit Facecam, weil ich das ein bisschen sympathischer finde, wenn ich meine Hackfresse dazu noch ein bisschen zeige. Jetzt no front an mich selber. Aber ich finde es ein bisschen chilliger, wenn ich auch noch mein Gesicht dann so ein bisschen zeige und euch dann auch noch ein bisschen, na, nicht mehr Entertainment bieten kann, aber ein bisschen mehr als nur Standard Gameplay bieten kann. Ist auch, glaube ich, interessanter für euch an der Stelle, dann auch mal mich zu sehen, während wir hier das zocken und, I don't know, wir haben jetzt hier 4 Kessel aufgebaut. Wir haben in der letzten Folge dieses 30-Euro-Pack gekauft. Ziemlich viel Geld. Wir haben heute geschrieben, ey, ne, was arbeitest du? Warum soll 30 Euro viel sein? Leute, also für einen, Pokémon-Spieler im Alter von 10, 11, 12 Jahren oder so, ist das halt viel. Und weil die meisten halt relativ jung sind, die meisten Pokémon-Spieler, ja, habe ich halt auch gesagt, es ist halt teuer. 30 Euro ist natürlich, wenn man selber Geld verdient, immer noch ein bisschen was, ja, aber nicht so viel. Wie wenn ich früher zum Beispiel mir für 5 Euro jedes Wochenende mal ein paar Pokémon-Karten geholt habe bei meinem Kiosk in der, um die Ecke. Das war für mich schon relativ viel, immer 5 Euro und dann ein Pokémon- oder Yu-Gi-Oh! Booster-Pack geholt. Aber egal, das sollte nicht das Thema sein, das wurde nur ganz kurz jetzt mal eben angeschnitten. Wir wollen nämlich heute mal ein bisschen weitermachen. Wir haben ja auch im letzten Mal ein bisschen neues Team zusammengestellt. Wir haben hier Lapras am Start, das auf Level 10 jetzt ist. Wir haben hier Relaxo noch am Start. Und bei den nächsten Level-Ups würde es dann wahrscheinlich auch so sein, dass die beiden noch eine extra Fähigkeit bekommen, womit wir sie dann ein bisschen boosten können. Und fände ich ziemlich cool, weil wir derzeit relativ, die haben halt nur ein Feld, wo man was reinsetzen kann. Ist natürlich geiler, wenn die ein bisschen mehr Power hätten. Aber naja, wir haben auch gerade 2700 Punkte. Deswegen, ich bin gespannt, was da so jetzt auf uns zukommt. Wir haben hier jetzt als nächste Mission 4-3, 3000. Ja, Flugtyp ist hier auf jeden Fall gut am Start. Ich könnte mal gucken, ob wir irgendwen von Typen Flug noch hier am Start haben. Dann könnten wir das eben reinwechseln. Ja gut, ich versuche es einfach mal so. Ich glaube, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich einen Taubsi Level 8 reinsetze. Weil das kann dann auch nicht so gut ausgerüstet werden wie mein derzeitiges Paras. Übrigens, vielen Dank für eine bestimmte Info. Denn mir wurde gesagt, dass ich das Streufeuer von... Also, nicht Schnellfeuerstein? Ich glaube, das war der hier, ne? Streustein wegnehmen soll hiervon. Weil dann wird das nämlich, der Eisturm wird immer umgestreut. Und das war das Problem, was ich auch im letzten Part hatte. Weg damit. Nee, das brauche ich nicht. Also es ist zwar ganz lustig so, aber das streut halt alles in die verschiedensten Richtungen rüber. Und das ist halt kacke mit Lapras. Beziehungsweise es kann cool sein für irgendwen, aber für mich ist es uncool. Will ich nicht haben. Wir haben gerade 190 P-Gutscheine bekommen. Krass auf jeden Fall. Finde ich hart, dass wir so viel bekommen haben. Das ist echt krass. Okay, Wüstenberg. Das ist 3... Ich wollte schon 3 sagen. Es ist 4, 3. Okay, oh. Ja, wir hauen erstmal am besten 3 nur weg und schauen dann einfach gleich weiter. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal weitermachen, weil wir haben noch sau viele Öfen zu Hause rumgammeln, die mal ein bisschen befüllt werden, also die ein bisschen Stuff bekommen, also ein bisschen, ja, die müssen dann einfach gedeihen, sag ich mal. Und dafür müssen wir auf Reisen gehen und ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob ich auch mit den Jungs jetzt gut durchkomme. Ich meine, wir können ja mal hier ausprobieren, mit Eissturm anzugreifen. Der jetzt, oh ja, jetzt schon wesentlich besser ist, muss ich sagen. Warum eigentlich Typ Flug hier? Warum Typ Flug? Ich meine, es war ein Punita. Warum ist hier Typ Flug Boost? Ich meine, ich verstehe immer noch nicht. Also hat es irgendwas mit der Umgebung hier zu tun, weil hier so viele Kakteen sind. Die dachten sich so, oh ja, Flugtyp, das wäre jetzt geil. Oder weswegen? Weil gegen Punita ist Flug ja nicht effektiv. Deswegen, I don't know, was sie sich dabei gedacht haben. Oder ist es einfach nur random, dass hier mal ein Typ geboostet wird? I don't know. Das habe ich bisher leider noch nicht so ganz kapiert, was die uns damit sagen wollen. Aber hey, kein Problem, die sind easy jetzt wegzuhauen. So, wir haben bisher keine Probleme mit denen. Deswegen, ja, finde ich nice. Kann man easy auf jeden Fall gönnen. Den Knuddler können wir uns auch nochmal richtig gönnen. Bam! Den Gigastoß können wir eigentlich auch mal gleich einsetzen. Den habe ich auch nochmal lange nicht mehr eingesetzt. Ich habe auch allgemein jetzt, ich glaube, 2, 3 Tage nicht gezockt. Der Kai und der gute Kevin waren bei mir. Und wir haben, für den Kai haben wir einen Rap-Track aufgenommen. Da habe ich das erste Mal auch was... ne, mit eingerappt und ich muss sagen, es ist ganz okay geworden. Die Mische ist zwar nicht so gut gewesen, aber könnt ihr euch gerne anschauen. Beim guten Random Kai ist es auf jeden Fall am Start. Ne, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. War lustig, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich werde mich da auch noch so ein bisschen reinsetzen, weil ich fand das ganz interessant. Ich meine, keine Ahnung, man kann ja mal so eine Art Poke-Rap machen oder so. Auch nichts krass Besonderes, Leute, aber einfach mal so just for fun, weil ich Bock drauf habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich mal so ein bisschen was, ja, einrappen, einsingen würde. Ich habe nicht die krasseste Stimme dafür, ich weiß, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon halten würdet.
Jetzt aber hier gerade schon so ein bisschen Struggle mit den ganzen Pokémon hier. Uiuiui. Relax hat schon hart Damage bekommen. Aber Lapras hält sich ganz gut. Wir müssen vielleicht ein paar Egelsamen gleich noch aussetzen. Das wäre ganz nice. Vor allem jetzt beim Endgegner hier. Oh, ein Galoppa. Oh, damn, ey. Das wird... Ui. Okay, erst die Egelsamen aussetzen. Wasserring. Und jetzt mit... Oh mein Gott, machen die Damage. Alter, das... Oh Gott, Relaxo ist down. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das Ding macht ja mal übertriebenst Damage. Und ja, Lapras will nicht einsetzen, oder was? Hä? Digga, warum willst du nichts einsetzen? Ich verstehe das nicht. Hä? Kannst du jetzt einsetzen? Dankeschön. Oh mein Gott. Okay, wir müssen mit dem Wasserring gleich weitermachen, weil... Alter, was macht... Was macht das Galoppa hier, ey? Das ist gerade mal eben kurz... Nach links, nach rechts, nach... Keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall sehr komisch aus. Okay, Relaxo, Relaxo, let's go. Oh Gott, wir müssen jetzt echt schnell handeln, weil sonst sind wir gleich alle tot. Oh Gott, die ganzen anderen Pokémon müssen weg. Okay, Egelsam müssen ausgesetzt werden. Relaxo muss weiter mit den Knuller reinhauen. Gleich nochmal den Wasserring. Oh Gott, wir haben Vergiftung oder sowas oder Verbrennung. Oh nein, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wasserring, 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 Wasserring. Wasserring und hier rein drauf, komm, komm, komm. Nochmal den Wasserring raussetzen. Wir müssen uns healen, wir müssen uns gut healen. Oh, boah, Galoppa nimmt uns gleich aus. Das ist nicht okay, jetzt ist nur noch Lapras am Start. Das war's dann wohl, glaube ich, komplett, leider. Ja, wir können nochmal versuchen mit dem Wasser... Nein, das war's. Oh, oh, wir haben es noch überlebt, das war's aber jetzt. Okay, aber wir kriegen, glaube ich, trotzdem ein paar Level noch drauf, deswegen... Ja, aufgeben und zurücklassen, oder? Ah, komm, nehmen wir mit. Wir haben ja noch ein paar Gutscheine, nehmen wir einfach mal mit hier. Aber ich krieg noch ein paar Level-Ups, oder? Oh, es reicht aber nicht. Es reicht nicht, Leute. Herdstein 197, oh mein Gott, der ist gut. Den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, Leute. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber Leute, ich sag euch, ne? Das wird nicht easy jetzt, die Pokémon hochzuleveln. Vor allem... 107, das ist richtig gut, ey. Das ist richtig gut. Paras, ne? Der hat doch bestimmt noch einen Slot frei hier. Oder? Ja, ja, klar, dann passt Slots frei. So, ja, den 148er können wir auch direkt reinpacken. Und dann können wir hier nochmal den 141er reinpacken, wenn wir schon dabei sind. Ja, was machen wir jetzt am besten? Wir schauen mal ganz kurz nach, was für Pokémon vielleicht auftauchen. Wir haben ja noch, wie gesagt, 4 Öfen an. Und vielleicht tauscht einfach mal ein paar P-Gutscheine rein. Wir haben ja gerade 600 noch, deswegen passt das. Ja, komm, passt das, ne? Machen wir einfach mal. Hier für 20 öffnen wir den einfach mal. Schauen wir einfach mal, was wir hier rausbekommen. Ich bin sehr gespannt. Kubosuppe, ja, war jetzt nicht krass. Oh, bitte. Ich will endlich auch mal ein Shiny bekommen, Leute. Ich will endlich auch mal ein richtiges Shiny hier in meinem Playthrough Let's Play bekommen und ach, damn. Level 14 aber, okay, die ist dann, glaube ich, ganz okay. Ist ganz okay, ja. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Machen wir mal weiter. Oh, was ist eigentlich, wenn ich hier drauf drücke? Kriege ich da irgendwas? Nicht? Okay. Da kriege ich irgendwas raus aus dem Pokéball oder so, aber scheinbar nicht. Okay, nächster Eintopf. Jetzt bin ich sehr gespannt. Auch wieder Kubosuppe Level 1, das war jetzt auch wieder, es war es wieder komplett. Und ein Fleckmon, okay, komm, bitte lass mich doch mal einen Shiny hier finden. Wäre wundervoll, aber nee, auch nicht. Okay, okay, du hast keinen Platz. Oh, Boxerweiterung. Dann holen wir direkt mal eine Erweiterung. Pokémon Boxerweiterung, Steinboxer, oh, da beides direkt. Für 20 weitere Pokémon, nice. Und da auch mal direkt einen weiteren kaufen. Okay, eigentlich kann ich da direkt nochmal, ne... Wenn wir schon dabei sind, dann kaufen wir nochmal von beiden nochmal was. Weil die Erweiterungen sind, glaube ich, ziemlich gut. Ich will das ja auch noch ein bisschen fortfahren, das Let's Play. Und da muss natürlich eine Menge Stuff frei werden, damit ich mehr und mehr Pokémon und etc. halt gönnen kann. So, Fleckmon, ich glaube, dich haben wir noch gar nicht ins Team geholt, oder? Oder komm jetzt mit rein. Dankeschön, mit Fleckmon gefreundet. Perfekt. Mehr wollte ich nicht. Zumindest sind die Level jetzt mal mittlerweile ein bisschen höher bei den Pokémon, die wir hier bekommen. Ja, wieder 20 reinhauen. Oh Gott, ich gebe hier das ganze Pokémoney aus, aber... Hey, wir haben ja so viel gehabt und ja, komm. Kann man mal machen. So, gelbe Kubosuppe, okay. Jetzt bin ich gespannt. Eine gelbe Kubosuppe. Pikachu, geil. Nice. Leider auch nicht shiny. Hm. Aber, ja, Angriff 135, okay. Ja, kann man so stehen lassen. Ist okay. Vielleicht jetzt nochmal ein Flug-Pokémon. Der kriegt ja Bonus in dem einen Level. Deswegen, Flug-Pokémon wäre eigentlich ganz nice. Gelbes Kubo-Curry. Bitte gib mir... Oh, Punita. Oh, das wäre anscheinend geil, weil Punita anscheinend sieht übertrieben nice aus. Und es ist normal. Fuck. Warum kriegt jeder Shinies aus... Oh Gott, 207 Angriff. 207 KP. Not bad. Not bad. Kann man eigentlich, glaube ich, gut mit ins Team nehmen, ne?
Puh, Stadt Paras. Ich glaube, da könnte man was machen. Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall was machen. Ich glaube, das mache ich sogar. Punita sieht eigentlich relativ gut aus für so ein Team. Ich glaube, ich mache das. Punita haben wir jetzt einfach mal. Oh, warte mal, wie kann ich das denn? Kann ich das nicht hier rüberziehen? Doch, ich kann es so wechseln, oder? Und dann. Ja, okay, gut. Weil ich glaube, standardmäßig hat das viel weniger hier. Ich glaube, das ist bisher das Beste, was wir bekommen haben, ne? Einfach so random gerade. Das Punita 112. Boah, das ist eigentlich nicht bad, nicht bad. Ich glaube, ich werde das mal ganz kurz eben boosten. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Gefecht wieder. Okay, Punita sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wir haben jetzt schon 3100 Punkte. Das ist, glaube ich, sogar das maximale Level, was wir für die andere Quest jetzt brauchen eigentlich, ne? Es hat 760 Angriff, was ziemlich cool ist. Also ziemlich, ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, wie sich das Pokémon so machen wird. Ah, wir brauchen sogar nur 3000. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Wir gucken einfach mal, wie viel Punita reinhauen kann. Ich meine, wir kämpfen gerade auch gegen andere Punitas. Deswegen, I don't know, ob das so schlau ist. Oh, Agilität hat es nur. Aber, oh, es macht Damage. Okay, das ist schon mal gut. Es macht zumindest Damage. Es braucht ja auch eine Attacke, die Damage macht, weil sonst ist, oder macht das überhaupt? Nee, das ist nur Agilität, ne? Das macht gar keinen Damage. Fuck. Er hat keine Damage-Attacke. Nice. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Dann müssen wir die ganze Zeit auf seine Standard-Damages warten. Ich hoffe, dass die zumindest reinhauen. Weil sonst wäre das echt ekelhaft. Aber Agilität können wir auch öfter mal einsetzen. So, kein Ding. Können wir ein bisschen abhauen aus dem Eifer des Gefechts. Ich bin mal gespannt. Weil schade, dass wir keinen richtigen Direktangriff haben auf ihn. Weil das wäre bei ihm jetzt perfekt mit dem übertriebenen Angriff, den ich ihm gegeben habe. Weil, ja, I don't know. Die anderen haben sowas wie Eissturm hier oder Gigastoß und Knüller. Das schon, puh, krass, aber er halt einfach nur seine Standardangriffe. Aber der macht auch schon 760 Damage, das ist, pui, not bad. Not bad, Leute. Okay, das sind die ganzen Nido-Fickers, die kriegen auch mal direkt einen Gigastoß rein. Bam. Und, oh, das ist ein Nidorino, Nidorina. Es steht auf zwei Beinen und ist blau. Gerade schon, hä? Was ist denn da mit dem Nidoran männlich passiert, wollte ich sagen, ne? Nicht Nidorino. So, okay. Ja, was geht bei dir, Bruder? Möchtest du halt auf die Fresse bekommen? Ist kein Problem, kriegst einen Eissturm. Oh, den denke ich natürlich daneben, ne? Wieder mal komplett gewesen, ne? Komm, Gigastoß. Okay, bringt nicht so viel. Eissturm, komm. Der hält viel aus. Der hält ja verdammt viel aus. Was ist denn bei dem falsch? Der hält verdammt viel aus. Können aber jetzt nochmal einen Wasserring, glaube ich, einsetzen mit ihm. Weil er kann den Wasserring, glaube ich, gerade ganz brauchen, Lapras, ne? Komm, ich hier dich ein bisschen. So, er ist eh da, das heißt, wir kriegen jetzt die dritte Angriffswelle. Mit dem ekelhaften Galopper. Oh, damn, Leute. Ich hoffe einfach, dass wir dieses Mal. Oh, ja, okay, wir können nicht angreifen, das ist wundervoll. Das ist natürlich wundervoll, wenn wir nicht angreifen können. So, Agilität, Bro. Oh mein Gott, das hat ja schon sau viel Damage gefressen. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat sau viel Damage gefressen. Das ist gar nicht gut. Wir werden wieder verrecken, glaube ich. Wir werden wieder verrecken. Ja, Relax, du frisst gerade auch en masse Damage. Gib mir den Knuddler. Oh, damn. Das wird ekelhaft. Oh mein Gott, der fokust aber gerade auch ziemlich auf Relax. So, das ist gar nicht gut. Erstmal hier ausweichen. Und bam, es hat jemanden getroffen. Oh nö. Oh, was ein Abfuck! Relax, du verpiss dich da. Okay, er ist auch wieder am Start, okay. Ja, und er ist auch schon wieder tot. So, das hat es auf jeden Fall mega gebracht. Lapras, verzieh dich mal ein bisschen. Verpiss dich. Okay. Punita müsste gleich wieder am Start sein. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt gleich nicht übertriebenst viel Damage. Okay, wir könnten es sogar schaffen. Jetzt müssen gleich alle nur auf Galopper drauf gehen, wenn sie da sind. Und versuchen ihm den Rest zu geben. Ich glaube, ich kriege Feuerdamage. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Wasserring machen. Oh, damn. Das wird jetzt ekelhaft. Das wird jetzt. Oh Gott. Geil. Opa mit. Ja, Punita easy rausnehmen, wusste ich doch. Ach du Scheiße. Das wird uns gleich sowas von zerstören, das Galopper. Ja, das war's, glaube ich, komplett. Das war's komplett. Da können wir nichts mehr machen. Nee, das Galopper nimmt uns hier komplett weg. Ja, wir können uns noch eben kurz den Wasserring aufsetzen. Aber das war's dann auch wieder. Gut. Hat uns schon wieder nicht weitergebracht. Nee.
Okay, ich wollte eh nochmal ganz kurz unsere ganzen Eintöpfe füllen. Kriegen wir zumindest ein Level up, so dass wir... Wir haben es nicht mal auf Level 12 geschafft. Wir haben es nicht mal auf Level 12 geschafft, hä? Wir waren doch so knapp dran. Unglaublich, ey. Unglaublich. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass ich... Oh ja, Erfolge gucken wir uns ganz kurz mal an. Dass ich gar nicht die Statuen aufstellen muss für die Bonus-Sachen. Keine Ahnung, dann habe ich mich irgendwie verlesen oder so. Aber eigentlich müsste man die doch auch aufsetzen. Das ist ja... Wie viel Stuff ich hier abholen kann, ey. Das ist ja anders krank, ey. So, weitermachen. So, weitermachen. Teamstärke über 3000. Das ist aber ein guter Erfolg. Nehme ich gerne an. So, und dann ist noch bronzenen Kochtopf. So, ja gut. Dann war's das mit diesen ganzen Aufgaben hier. Jetzt füllen wir die ganzen einzelnen Kochtöpfe wieder. Falls ihr coole Rezepte habt, die wir mal ausprobieren sollen hier, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. So, Zutaten beim Kochen, bla. Ah, den kann man nur einmal verwenden, den Bronze-Kochtopf. Okay. Interessant, interessant. I don't know, warum man den bronzenen Kochtopf nur einmal einsetzen kann, aber er hat uns, Alter, ich glaube, er hat uns das Ponyta gebracht, ne, oder? Er hat uns das Ponyta gebracht, also es war schon ein gutes Pokémon. Trotzdem, sehr interessant, dass man den nur einmal einsetzen kann. Okay, so, wir haben den ganzen Kochtöpfe schon wieder rausgesetzt. Ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns einfach mal im nächsten Part wieder und da, bis dahin versuche ich ein bisschen nochmal zu trainieren, offscreen halt, so wie auch mal schon ein bisschen onscreen nochmal Training zu machen und vielleicht schon mal ein paar Level nochmal versuchen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wie hat euch das mit der Facecam gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao, Leute. Achso, bevor ich aufhöre. Ich habe eure ganzen Nachrichten bekommen. Sau viel auf Instagram, sau viel auf Twitter, auch auf Snapchat einige. Ich werde mir das alles im Verlauf des nächsten Tages angucken und im nächsten Video auch mal behandeln, was ihr mir so alles zugeschickt habt am Shiny-Pokémon und jeglichen anderen Bullshit. Also bleibt ruhig, Leute. Ich werde mir das auf jeden Fall noch angucken. Bis dann. Und ciao, Leute. Euer Solo.